Ja, gerne. Ich habe gerade hier einen Kollegen getroffen, der mich was gefragt wegen dem. Wollen wir kurz zu meinen Typen? Ja, sicher, sicher. Weil das ist mir zu viel Anstand. Ja, du weißt ja, wie Berlin ist, ne? Mhm. Ja, geiler Typ. Woher kommst du selber? Aus dem Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg, ja, okay. Du bist Ostberliner. Genau. Ach, schon immer oder bist du da hingezogen? Nee, Ostberliner. Ostberliner, ja. Geil. War interessant. den Görlitzer Park, den kennst du ja, wa? Ja, flüchtig. Okay. Aber wieso holst du dir dort was, Alter? Da ist doch der größte Müll, Alter. Also ich rauche schon seit Jahren nicht mehr. Weißt du? Ja, aber weil ich nicht ewig durch die Gegend fahren will, weil ich dann noch irgendwann zurück in meiner Unterbringung sein will. Verstehe. Ah, ja, okay. Den Weg auch viel schief laufen kann und weil ich hier die kürzeste Route, weißt du? Warum ich weil ich jetzt schon am Nollendorfplatz bin. Dann fahre ich einfach bis Gordi durch und dann fahre ich nach Hause. Weißt warum ich hier dieses Video anfange, ist, weil der Mann ist mir aufgefallen, ein super intellektueller Typ. Und was machst du so zur Zeit? Bist du jetzt auf der Straße oder was machst du? Na, ich war auf der Straße, aber ich habe. Achso, du wohnst nicht mehr auf der Straße, okay? Ich wohne jetzt nicht mehr auf der Straße, nee. Interessant. Ich habe jetzt ein schönes Zimmer mit zwei Sportsfreunden, die ich mag und. Okay. Oh, da ist was runtergefallen. Geiler Typ. Ja, cool. Brauchst du irgendwas? Ich kann dir was holen. Willst du was zu essen haben? Oder Ich hab jetzt selber eingekauft. Achso, das selber eingekauft. Okay, okay. Genau. Geil. Aber trotzdem interessante Begegnung. Ich hatte da meine Entscheidung getroffen. Ich habe Ingwer eingekauft zum Beispiel. Ja. Kurkuma. Kurkuma. So Sachen. Cool, cool. Alles für Spaghetti, weißt du, Hackfleisch. Achso, du kochst selber? Ja, okay. Muss die Erdplatten dann noch kennenlernen im neuen Heim. Das ist ein bisschen komisch, aber. Und wie ist denn deine Unterkunft? Sind die Leute nett oder stresst dich das, weil du nicht alleine sein kannst? Ich finde das erstmal, es ist so, insgesamt ist das ganze Haus ein bisschen spooky. Okay, okay. Aber ich finde das eher angenehm. Also, weil ich komme eh so aus der Richtung. Ah ja, okay. Und, verstehst du? Das ist eher etwas, was ich. Ich mag das alles, es ist relativ neu für mich. Okay. Pass auf, warum ich hier gerade auch ein Video mache mit dir zusammen, weil ich dich auch mal ein paar Fragen stellen wollte. Du bist ja auch, ihr seid ja irgendwo ja auch die Stimme der Straße oder allgemein die Stimme des Volkes. So. Okay. Wie fandest du es dieses Jahr mit dem Silvester? Es war ja relativ ruhig. Was hältst du davon? Scheiße, gut, sollte man abschaffen. Ich hatte Silvester. Kanaken raus. Ja, genau. Kanaken raus. Ich hatte Silvester irgendwann keinen Bock mehr. Ja. Also gerade diese Silvesterparty, weil ich hatte gegen 22.50 Uhr, 23 Uhr das Haus gewechselt, in das Haus, wo du schlafen kannst. Ah ja, okay. Und das waren 9 Betten in einem relativ kleinen Zimmer. Mhm. Und dann ist auch klar, die Leute, die das Haus wechseln und da ist Nachtruhe. Ah, dann okay. Waren da die Fenster auf Kipp, das Zimmer war dunkel. Mhm. Ich habe mich echt angestrengt, schnell mein Bett zu beziehen, war ein Doppelstockbett, 9 Leute in einem Zimmer. 9 Leute? Hostelmäßig, ja. Na, mehr oder weniger, ne? Mein Bett zu beziehen. Geiler Typ. Und dann war eben das Problem, also da hatte irgendjemand wohl irgendwie Fußpilz im Zimmer oder zwei oder keine Ahnung. Boah. Und die Fenster waren auf Kipp. Und das war dann quasi, das Haus war ein bisschen, ich hatte irgendwie mit dem Kippfenster ein Problem, aber eben auch mit der Luft im Raum, weißt du? Ja. Und ich habe dann einfach auch, weil ich denke, die hatten das mit Absicht offen gelassen, aber ich habe es dann, im Nachhinein so gecheckt. Ich habe versucht, da einzuschlafen. Ich habe das mit der Böllerei vor 0 Uhr schon gemerkt. Mhm. Ich bin dann um 10 vor 12, 15 vor 12 nochmal aus dem Bett, habe die Fenster zugemacht. Ja. Also war laut, viel zu laut. Ich hatte Schiss, dass da ein Böller reinkommt. Ach so, bei reinkommt. Euch da. Ach so, schlimm war das? Es geht nicht darum, wie schlimm das ist, sondern dass ich schreckhaft bin. So. Das heißt quasi, dass da hohe Häuser um diese Etage herum standen. Es war die Sache mit der Luft. Okay. Ich habe dann irgendwann, ich hatte auch viele Stunden nicht geraucht. Das war so. Ah ja, okay. Also ich hatte seit 19 Uhr keine Zigarette geraucht. Mhm. Aber allgemein vom Silvester, die Frage war ja, was hältst du vom Silvester? Ja, ich konnte da nicht schlafen. Also nicht gut. Ich habe um 0.20 Uhr bin ich aus dem Zimmer raus und habe den Wachmann zusammengefaltet, der dann möglicherweise auch berechtigterweise sauer auf mich war. Ah ja, okay.
und bin in das andere Haus gewechselt, wo ja die Leute dann auch irgendwie mehr oder weniger schlafen oder ich hatte auf Silvester wirklich keinen Bock. Also mehrere Leute im Raum. Würdest du sagen, die Politik lässt euch so ein bisschen im Stich? Starker Typ, das ist Berlin, Alter. Geiler Typ. Oder ist das okay für dich, mit 9 oder 10 Leuten im Raum alleine zu sein? Oder zusammen zu sein? Ich weiß nicht, ob die Fragen sind. Naja, ich sag mal so, es wird ja sehr viel Steuergeld überall woanders hingepumpt. Aber so Einrichtungen oder so für ältere Leute oder so für Obdachlose oder die gerade aus dem Weg aus der Obdachlosigkeit sind, wird da irgendwie gar nicht... War in der Nähe des Hauptbahnhofes, das war leerter Bahnhof, diese Unterkunft, leerter Straße. Ja, ich kenne die. Das war schon verdammt gut gemanagt. Ach doch, okay. War schon wirklich verdammt gut gemanagt, verdammt wird gestrichen im Satz, gemanagt für die Tatsache, dass die da zum Teil wirklich auch... Alkohol ist ja naheliegend, wenn du auf der Straße lebst. Das war schon verdammt gut gemanagt, der Laden, ja. Okay, das heißt, Leute, die trinken oder Drogen nehmen, kommen da nicht rein? Die kommen da rein, natürlich. Ach, die kommen da rein, aber die dürfen nichts konsumieren in der Unterkunft? Nee, die werden vorher gefilzt und denen wird vorm Laden, wird natürlich geguckt. Also da sollst du keinen Alkohol trinken. Also wenn du da eine Marke hast, nach oben stehst. Also sind die Einrichtungen würdig, menschenwürdig? So per se würde ich das nicht bestätigen können. Okay. Aber das Nötigste ist ja vor Ort und man überlebt da halt, ne? Weißt du, jetzt mal ganz abschließen und dann muss ich auch schnell weiter. Ja, natürlich, kein Problem, aber danke dir. Um meinen eigenen persönlichen Schwerpunkt zu setzen, weil du sagst, was hast du gesagt, das Wichtigste ist vor Ort, hast du gesagt. Weißt du, also das Nötigste, was ihr habt, das Nötigste ist vor Ort. Gesagt, ja. Was ich dazu sage, ist, das Nötigste ist, dass jeder auf der Straße relativ schnell, wenn es nicht gut geht, wenn es zu kalt wird, und eine Unterkunft erreicht. Und da sind viele Sachen zu einer bestimmten Uhrzeit einfach zu. Da gibt es ein Zeitfenster, das gilt ab 20 Uhr. Auch der Kältebus ist so eine Sache, das musst du vorbestellen. Und das ist das, was klappen könnte. Und ansonsten ist das so ein bisschen, weißt du, ich bin kein Hippie. Also ich sage, oder sagen wir mal so, ich bin schon irgendwie ein Hippie, aber ich sage jetzt nicht, du kannst Leute verrohen auch auf der Straße auf eine Art und Weise. Ja. Ich bin kein Sozialromantiker. Verstehe. Ich habe jetzt hier ein super Zimmer gefunden mit 2 Polen, mit denen ich mich richtig gut verstehe. Cool. Coole Sache. Willst du irgendwann mal auch eine eigene Wohnung beziehen oder meinst du, bist noch nicht bereit dafür? Noch nicht bereit für eine eigene Wohnung. Ich war schon immer ein WG-Typ. Ah ja, okay. Sehr gut. Mach's gut. Mach's gut. Danke dir auf jeden Fall für die Unterhaltung. Tschüss. Danke. Mach's gut. Schönen Abend dir und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Cooler Typ. Hab ihn jetzt hier getroffen aus der Ecke, aus dem Nichts. War interessant. Ich dachte erstmal, er ist ja obdachlos oder er war obdachlos. Jetzt hat er eine Unterkunft. Ich wollte ihm ein bisschen was zustecken, aber ihr habt ja gehört, ihm geht's gut. Er möchte nichts. Und er war gerade selber einkaufen. Einfach so. Freestyle so ein bisschen hier. Und auf Sachen wie, vorhin habe ich schon mit ihm ein bisschen gesprochen gehabt. Habe ihn gefragt, ob ich die Kamera anmachen kann. Der war voll okay damit. Da habe ich die Kamera, also das Video gestartet, mich mit ihm unterhalten. Und vorher hat er ein bisschen was anderes gesagt, aber jetzt will er nicht dazu antworten. Betreff Politik und alles sowas, ja. Ja gut, alles klar, ich kann auch verstehen. Das sehen dann wahrscheinlich auch einige Leute und der will auch keinen Stress wahrscheinlich, oder? Ja, alles klar. Aber eine Sache war uns beiden klar. Ich habe ihn wegen der AfD gefragt. Und er hat natürlich direkt verneint. Er sagte mir klar und deutlich, dass er die AfD niemals wählen würde. Dass wir sie niemals wählen sollten und dass das ein Trick ist. Dass die uns verarschen, hat er gesagt vorher. Ne? Ich sage das jetzt gerade in seinem Namen. Er wollte es einfach vorher nicht sagen. Deswegen habe ich die Kamera gezückt. Und ich würde einfach mal hören, wie die Meinungen der Menschen sind, die auf der Straße leben oder die es wirklich härter haben. Sind sie sauer? Wollen sie diese jetzige Politik nicht? Oder wie sieht es aus? Er war völlig zufrieden. Er hat vorher schon auch gesagt, bevor das Video anging,
dass jeder Einzelne für sich selbst verantwortlich ist und dass jeder Einzelne selber schuld ist. Wir haben ja auch gewisse Möglichkeiten in Europa. Wir leben in Deutschland im Frieden und haben auch genug Einrichtungen. Und da sollte sich eigentlich jeder dazu irgendwie auch selbst bemühen. So, weil er meint ja selber, von nichts kommt nichts, schon vorher. Und wenn da jemand auf der Straße unbedingt sein möchte und da verrotten will, soll er es da bleiben. Ja, er hat es rausgeschafft aus der Drogenkrise und schwerer Alkoholsucht. Und zum Teil nimmt er jetzt nochmal ab und zu mal ein Bierchen am Abend, eins oder zwei Bierchen. Das war's dann aber auch. Ja? Also er macht das nicht mehr so hart wie früher. Jetzt geht er zu seiner Unterkunft in Friedrichshain. Und angenehmer junger Mann, richtig cool gewesen auch mit ihm, dieses Video zu drehen. Sehr, sehr kurz gewesen, weil er in Eile war, weil er muss ja gleich wieder rein. Die Unterkünfte sind sehr streng und dann müssen sie auch, wenn er jetzt in die Unterkunft geht, muss er morgens früh um 8 wieder raus. Also die müssen da wach werden und dann auch raus. Und alle Mann so. Also ein bisschen Hostel-Vibes. Der muss ja so schon mit so, keine Ahnung, 9 oder 10 Leuten in einem Bett pennen. So. Nicht in einem Bett, aber so, ihr wisst ja, so Etagenbetten. Hat er ja auch alles erwähnt gehabt. Und cooler Typ. Der hat Flaschen gesammelt nebenbei und hat aber auch normales Einkommen so. Ich glaube, Bürgergeld bezieht er. Hat er vorher mal angedeutet. Und macht aber trotzdem noch nebenbei was, damit er nicht so gelangweilt ist, meinte der. Und wieder nicht der Sucht verfällt. Und man hat eine Therapie hinter sich. Was hat er noch gesagt? Hat jetzt diese Unterkunft, ist für seine eigene Wohnung noch nicht bereit. Habt ihr ja selbst gehört. Und was für ein Legend. Ja, so ein bisschen zeigen, so ein bisschen gucken, was so Berlin zu bieten hat. Auch mal Leute anfragen, mit Leuten reden. Ihr seht ja, nicht nur die Stadt zeigen oder euch so Konflikte oder Demonstrationen zeigen oder Silvester oder, sondern aber auch mit Leuten mal Umgang haben und mit ihnen sprechen. Das Ganze ist natürlich ein One-Take, wie ihr seht. Das Video wird nicht länger als 15 Minuten. Die Bahn fährt schön ein, oben wie in New York, als wären wir irgendwo in Brooklyn. Aber nee, wir sind in Berlin. Wunderschön, Neuendorfplatz übrigens. Wir sind hier auch an der LGBTQ-Area. Genau, das hat er vorher übrigens auch gesagt. Apropos LGBTQ, fällt mir gerade wieder ein. Er sagte, man sollte sich eher für LGBTQ einsetzen, anstatt für AfD. Das hat er gesagt mit seinen Worten. Das wollte er aber im Video nicht sagen. Ich habe ihn so ein bisschen auch versucht, habt ihr ja gemerkt. Aber er hat dann so mal so, weißt du, abgeprallt. Der hat immer so abgeblockt. Gut, ich verstehe. Er ist aber auf jeden Fall nicht für sie. Er will einfach nicht für sie sein. Ja. Und so ist das. Das war es auch schon mit dem Video, Freunde. Wird hier auch irgendwann grün, Alter? So, was ich meine? Jetzt aber, ja. Berlin Neuendorfplatz, Freunde. Wir sind draußen. Mal wieder ein cooles Video. Ich muss öfter mal so mit Leuten, die eigentlich die Stimme der Straße repräsentieren, mit denen mal reden, weißt du? Ja, Neuendorfplatz, wir sind weg. Wir sind durch, danke euch. Six All in the Mix. Bis zum nächsten Video, haut rein. Einmal so ein kleiner spontaner Hase, wieso nicht? Bis zum nächsten Mal. Grüße aus Berlin, Charlottenburg. Neuendorfplatz? Charlottenburg, oder? Wilmersdorf, Charlottenburg? Peace.